Auf der Website pixlr.com öffne ich den Image Editor. Dann öffne ich ein Bild von meinem Computer. Dieses Bild ist der Hintergrund meiner Montage. Und ich möchte das Gesicht von Medvedev ersetzen durch meines. Dazu brauche ich ein zweites Bild, Datei, Open Image. Und da habe ich bereits ein zweites Bild mit dem Handy aufgenommen. Anpassungen, Farbton und Sättigung. Jetzt kann ich dieses zweite Bild dem ersten etwas anpassen. Die Sättigung ist relativ hoch beim Hintergrundbild. Als nächstes nehme ich das Lasso-Werkzeug und mache eine Auswahl, und zwar wähle ich den Kopf aus, etwas außerhalb der Kontur, das muss noch nicht so genau sein, damit ich diesen Kopf dann nachher ins zweite Bild einfügen kann. Mit dem Verschieben-Werkzeug ziehe ich diesen Kopf also jetzt ins zweite Bild. Man sieht, er ist viel größer im Verhältnis, weil dieses Bild mit meinem Porträt die höhere Auflösung hatte, also viel mehr Pixel hatte. Jetzt kann ich diese Größe anpassen, über Bearbeiten frei transformieren. Wenn ich einfach hier an der Ecke ziehe, dann ist das nicht proportional. Wenn ich zugleich noch die Großschreibtaste drücke, dann wird proportional vergrößert oder verkleinert. Ich nehme die Größe ungefähr so, dass dies zum Körper dann von Medvedev passt. Damit ich dann seinen Kopf durch meinen ersetzen kann. Um diesen Vorgang jetzt abzuschließen, muss ich einfach neben die Auswahl klicken und dann speichern. Und jetzt ist diese Größe festgelegt. Mit der Lupe kann ich jetzt hineinzoomen, damit ich hier genauer arbeiten kann an diesem Kopf. Ich nehme den Radiergummi. Da habe ich verschiedene Größen und Pinselarten zur Auswahl. Ich nehme eine 20er Größe mit einer scharfen Kontur und lösche jetzt außerhalb der gewünschten Partien diese Pixel hier. Ich habe zuerst hier einen Pinsel mit einer scharfen Kontur, damit ich möglichst trennscharf hier diesen Löschvorgang vornehmen kann. Man sieht, es wird nur auf der vorderen Ebene gearbeitet. Die Ebenen sind sichtbar rechts in diesem kleinen Fenster Ebenen. Und ich arbeite jetzt auf der Ebene 1. Dann gibt es noch die Hintergrundebene. Bei der Hintergrundebene sieht man auch noch ein Schloss, das heißt, die ist im Moment nicht bearbeitbar, das werde ich nachher noch ändern müssen. Hier beim Kopf, bei den Haaren, nehme ich einen Pinsel mit weichen Konturen. Ein Detail, das ich hier nicht anpasse, das nachher auch verraten wird, dass dieser Kopf ganz klar eingefügt ist. Das ist der Bereich in der Brille, also durch die Brille hindurch gesehen. Diesen grauen Bereich werde ich nicht löschen. Könnte man natürlich auch noch bearbeiten. Rechts bei den Ebenen sieht man auch noch, dass die Ebene 1 hier ein Kästchen hat rechts mit einem Haken. Das heißt, diese Ebene ist eingeblendet, ist also sichtbar. Dort kann ich diese Ebene also ein- und ausblenden. Und oben hat es noch die Deckkraft, die ich einstellen kann. Die aktive Ebene jeweils kann ich dort
bearbeiten, das heißt, die Deckkraft kann ich ändern. Deckkraft bedeutet, wie transparent ist das Ganze. 100% Deckkraft heißt keine Transparenz. Ich zoome wieder aus, ich nehme das Lupenwerkzeug und die Großschreibtaste, klicke mehrmals. Das heißt, es ist dann eine Minuslupe, nicht eine Pluslupe. Und jetzt verschiebe ich diesen Kopf über Medvedevs. Ich achte dabei auf die Halsanschlüsse im Kragen. Man sieht, dass mein Hals etwas dünner ist als der von Medvedev. Deshalb passe ich das noch etwas an, und zwar mit der Größe des Kopfs mit frei transformieren. Ich bestätige wieder diese Änderung mit Ja. Man sieht jetzt, dass Medvedevs Kopf etwas hervorschaut hinter meinem Kopf. Dazu muss ich jetzt die Hintergrundebene freischalten, damit ich dies bearbeiten kann. Doppelklick auf das Schloss und die Ebene ist frei zur Bearbeitung. Die obere Ebene habe ich jetzt ausgeblendet und mit dem Stempelwerkzeug Großschreibtaste Klick, um aufzunehmen, und dann Mausklick, um zu stempeln. Mit diesem Stempelwerkzeug fülle ich also oder ergänze ich den Hintergrund, damit auf dem Kopf von Medvedev nachher nichts mehr zu sehen ist. Das muss nicht allzu genau sein, es handelt sich ja eher um kleine Bereiche, die hervorschauen. Und nur hier auf dieser rechten Seite. Die obere Ebene wieder einschalten zur Kontrolle. Als nächstes muss ich den Kopf jetzt, also die obere Ebene, bearbeiten. Man sieht jetzt hier, das war die Unterebene Deckkraft. Ich wähle also die obere Ebene und gehe mit der Deckkraft etwas zurück. Ich nehme hier mal 72. Man sieht jetzt im unteren Bereich auch schön den Kragen des unteren Bildes hier durchscheinen. Und jetzt kann ich beim oberen Bild mit dem Radiergummi wiederum die Bereiche noch löschen, die eben noch stören, und das Bild jetzt endgültig an das untere anpassen. Mit dem Lupenwerkzeug und der Großschreibtaste bekomme ich die Minuslupe und kann hier wieder etwas verkleinern. Die Transparenz der oberen Ebene setze ich wieder auf 100, respektive die Deckkraft. Und die Bearbeitung ist soweit fertig und der Kopf ist eingefügt.